So, und weiter geht's. Dann wollen wir erstmal das Bettchen wieder mitnehmen. Jetzt müssen wir mal wieder ein Norden. Wir wollen da hoch, ja. Ja, dann gehen wir einfach mal in die Richtung weiter. Mal sehen, was wir noch Schönes finden. So. Vielleicht eine kleine Mine mal wieder. Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Idee. Oder was anderes Schickes. Jetzt haben wir erstmal wieder so ein Akazienbiom und ein paar Schweinis. Ah, bald ist mal wieder was essen angesagt. Ja, gut. Grunz, Grunz. Einfach mal weiter gucken. Ja, mal wieder was richtig Cooles finden. Und vor allem, ich sag mal, wenn ich jetzt dass das dann auch geht. Ist jetzt hier die Frage. Jetzt kommt dann natürlich wieder Wasser. Wir machen hier, ich würde sagen, hier einfach mal rüber. Ja, das ist vielleicht am einfachsten. So, das war mir aber fast klar. Ist nämlich hier auch Wasser. Hier Wasser, da Wasser, da Wasser. Nee, ich mache das jetzt anders. Ich will jetzt gucken, ob das stimmt. Ob die Inseltheorie so hinhaut. Wir gehen mal wieder hier runter. Ich muss das jetzt einfach wissen. So. Hier ist Sand. Das sah jetzt so weiß aus. Dumm, die dumm, die dumm. So, da kommen wieder diese kleinen Krüppelbäume.
Erzähl mir nicht, hier ist schon wieder Wüste. So, wir haben schöne Bacon Cheese. Das wäre ja meine Option. Gleich. Den verschwinde ich jetzt nicht. Nur wegen dem einen angebrochenen. So, dann geht's mal hier weiter. Schon wieder Wüste. Was ist denn das nur? Das ist doch. Normal ist das auch nicht. Hier kommt permanent nur Wüste. Schwimmen wir einfach mal hier rüber. Zack, zack, zack. So. Nack, nack, nack. Fast in die Reibsand. Zack, zack. Was ist denn das? Ein Schienensystem, okay. Ja, das gucken wir uns gleich an. Jetzt lassen wir es erstmal Tag werden. Hier ist ein Schienensystem, ja, interessant. Ja, haben wir doch also was Schönes noch gefunden. Das ist eine Ruine. Wir haben hier Schienen.
aber das ist irgendwie nicht vollständig. Richtiger Steinziegel. Eisenkette. Das sieht aus wie ein verlassener Bahnhof. Aber hier ist auch nichts weiter. Das war also auch wieder sehr sehr nichtssagend. Naja, das ist jetzt so nicht so interessant, dass man es markieren müsste. Wir gehen in die Richtung. Zack, zack. So. Das war jetzt ein bisschen sehr dünn. Dann versuchen wir es halt mal die Richtung. Natürlich, was auch sonst. Wenn ich wüsste mit massenweise Wasser drumherum. Logisch. Was ist denn das für ein? Sandstein mit Gekritzel. Stein mit Gekritzel. Steht hier einfach mal so rum. Ein paar Hieroglyphen. Ja, das sind aber so, finde ich, schon kleine interessante Details.
machen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter nach oben. Da muss doch irgendwo noch mal was Schönes kommen. Und vielleicht findet man auch noch eine schöne Umgebung, sag ich jetzt mal, wo man sich da niederlassen kann. Oder zumindest, ja, ein Netherportal, ein Nether-Highway. Bienchen nehmen wir jetzt mit. Jetzt muss man wieder hier lang. Oder kommen wir so rum? Das wäre mir ja eigentlich noch fast lieber, dann müssen wir nicht so weite Umwege gehen. Keine Angst, ich schlachte dich jetzt nicht. Vielleicht später, wenn wir noch mal ein paar Rucksäcke brauchen. Was die immer nur rumplögen. Da hat man ja noch gar nicht gemacht. Und ja, das wird hier genauso aussehen. So nervig hier, alle 2 Meter musst du irgendwelchem Scheiß ausweichen. Hier kannst du nicht mal irgendwie straight. Straight durchgehen. So.
Alter, das war wieder knapp. Da hätte ich es jetzt aber wieder erlebt, ey. Das wäre dann fast das zweite Mal gewesen, Tod durch Lava. Oh, ich sehe nicht. Wir gehen jetzt erstmal bis hier rüber. Autsch. Der Mond blendet übelst. Das Bett jetzt sicher mal aufbauen. So, und dann gucken wir erstmal weiter.